Hallo, herzlich willkommen hier bei Keep Supernova. Mein Name ist Flaffo und ich moderiere wieder ein Spiel Splatoon 2. Keep ist schon in den Startlöchern. Er trainiert ja für das neue Splatfest Mayo gegen Ketchup. Und da muss man natürlich seine Skills trainieren. Ja, wir legen sofort los. Einen Moment bitte. Und es geht los. So, ja, wie geht's euch? Alles gut? Alles noch fit? Genießt ihr das schöne Wetter? Ja, ich auch. Hier in meinem Wald ist es richtig schön. Und es geht schon los. Los, jawohl. Er hat die cool. Ja, Kip ist richtig gut am Start. Ja, der Schwamm muss aufgesaugt werden. Ja, damit die Tinte auch. So, und es geht direkt. Na, warum prescht dann jetzt nicht vor? Ja, Tintenschock. Hat er schon aufgeladen? Was ist jetzt los? Na toll. Tinjok aufgeladen und schon erledigt durch einen Quasto-Pinsel. Weggepinselt, ja. Weggepinselt. Na toll. Aber Kip gibt nicht auf. Er prescht wieder nach vorne, nach vorne, nach vorne. Jawohl, jawohl, jawohl. Gut so, gut so. Jetzt musst du nach links, nach links. Warum ist er jetzt nicht da? Oh. Ja, meine Damen und Herren, das ist alles live oder nicht live? Live ist live. Na, 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 na. Na, 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 na. Ja, Turgu ist im Mann macht schon jetzt. Nein. Ja, er setzt Tintenschock ein. Das war eine gute Wahl. Das war eine gute Entscheidung. Und hier ist noch ein Gegner. Ja, weg mit ihm. Aber die Tintenraketen sind schon im Anmarsch und bombardieren. Nein, er ist nicht getroffen worden. Und wird er es schaffen? Wird er es schaffen? Nein, er hat es nicht geschafft. Wut hat ihn mit einem Platscher weggeplatscht. Ja. Damit steht es 2 zu 0 gegen Kip, aber jetzt geht er über diesen Ventilator-Fahrstuhl. Was ist denn das eigentlich? Das ist kein Fahrstuhl, oder? Nennen wir das Fahrstuhl? Nennen wir das Fahrstuhl oder nicht? Ah, wir sagen mal, das ist ein Fahrstuhl. Ein Ventilator-Fahrstuhl. Ja, so. Und Kip hat schon die 600 Splat-Punkte überschritten, aber jetzt geht ihm die Tinte aus und er hat sich und Ronin gegenseitig weggeplastert. Weggeblasert durch einen Disperser. Jetzt frage ich mich, wo sind seine ganzen Teamkameraden? Er scheint alleine zu sein, aber laut Anzeige ist er nicht alleine, sind alle da, aber wo sind die denn alle? Er sollte mal vorbrechen und so. Na, boah, Rodibro und Rodin, zwei gleichzeitig erledigt durch einen Tintenschock. Jawohl. Kip macht sich wieder mal alle Ehre, Kips blattet alle weg. Und es sieht sehr gut aus. Er hat gleich die 800 Splat-Punkte erreicht. Wird diesen Platscher da, Rodibro, erledigt. Jawohl, jawohl. Und auch Retro63 ist auch erledigt. Somit hat er alle weggepustet, die ihm in die Quere kommen können. Und seine Hauptwaffe ist wieder aufgeladen. Jetzt nur noch 10 Sekunden. Nur noch 10 Sekunden. Tintenschock, wird er die 1000 Punkte erreichen? Ich glaube nicht, aber die 900 sind ihm sicher. Und er hat nochmal weggeblattet. Das sieht sehr, sehr gut aus. Wir sehen auch das Endergebnis. Gluck, 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 gluck. Ja, gewonnen. Und ich sehe gerade, ich bin direkt bei der Punktzahl. Ja, das ist nicht so dolle. Ich werde mich mal wieder nach oben begeben. So. Ja, hier ist es doch auch viel gemütlicher. Und ja, es geht weiter in die nächste Runde. Gipsblatt hat 8 und ist auf Stufe 48. Wird es in dieser Runde einen Stufenaufstieg geben? Na, wir dürfen gespannt sein. Schreibt mal in die Kommentare, auf welcher Stufe ihr seid. Egal ob auf Splatoon 1 oder 2, ist völlig wurscht. Schreibt es einfach mal rein. Wie viele Spielstunden habt ihr? Welche Stufe habt ihr? Was spielt ihr so gerne an Splatoon? Macht ihr eher Revierkampf oder Rangkampf? Ja. Ich mache ja lieber Revierkampf.
Red Pandas-Turniere wieder gerne markieren und genauso wie Octoline und Splat, Octoline und Inklingi ihr Revier mit Inde markieren. Red Pandas markieren ihr Revier mit was ganz, mit ganz anderen Zahlen. Das wollt ihr überhaupt nicht wissen. Ja. Könnt ihr mal in einem Tierbuch nachschauen. Oder es googeln. Gibt es überhaupt noch Bücher? Ja, egal. Und er sichert sich die Miete von. Wie heißt denn die Map nochmal? Ah, Bugelwal-Dingsbums, ja. Und er hat schon den ersten Brütz erledigt mit einem Tintenschock. Ja, das geht gut los für Kipp. Jetzt überdecke ich schon wieder die Punkte. Ich sage euch mal, die Punkte, ja, die rasen nur so in die Höhe. Ja, er hat schon die 500 erreicht und es ist noch nicht mal die Hälfte der Spielzeit. Und das sieht sehr, 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 sehr gut aus. Jawohl. Bei der Bugelwalpiste ist es vor allem wichtig, sich die Miete zu sichern. Und da wurde er schon weggesplattet. Von mit einem Junior-Kleckser auch. Ja, das war die Rache der Junior-Kleckser. Ja. Wobei man auch die Junior-Kleckser nicht unterschätzen darf oder die vermeintlichen Anfänger nicht unterschätzen darf, weil es kann ja sein, dass es ein Profi ist, der einfach nochmal mit einem neuen Account von vorne anfängt. Keine Ahnung, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Auf jeden Fall darf man auch Spieler, die eine niedrige Stufe haben, nicht unterschätzen. Das muss ja nicht heißen, dass die schlecht sind oder dass die noch wenig Erfahrung haben. Spielen ja vielleicht schon länger und ja, egal. Ich muss euch das Spiel jetzt vielleicht nicht ganz so ins Detail erklären. Ja. Sind andere besser als ich. Bin ja hier der Moderator und nicht der Erklärer oder der Lehrer vom Dienst. Oh, ich sehe gerade, wir haben schon, ja, die 1000 überschritten. Ja, es fühlt sich gut an. Eine dreistellige Punktzahl fühlt sich gut an. Fühlt sich sehr gut an. Ist es überhaupt möglich, 2000 Punkte zu erreichen in einer Runde? Ja, weiß nicht. Dieser Kipp hat noch nie 2000 erreicht. Höchstens, wenn dann die Runde gewonnen wird und die 1000 extra Punkte noch draufgepackt werden und man hat schon 1000, dann hat man 2000. Aber wirklich 1000 sich zuerst blenden, würde mich mal interessieren. So, die letzte Minute läuft und Ronin ist schon wieder erledigt. Ronin, das war doch auch ein. Ist das nicht ein Film mit Will Smith oder so? Will Smith, Samuel Jackson? Ach, ist auch wurscht. Ich sage jetzt bestimmt hier lauter falsche Sachen und achte überhaupt nicht auf das Spiel. Ja, zu mir. Ja, jetzt platter ihn doch weg. Nein! Oh, weggestempelt. Benzio hat ihn weggestempelt. Dieser Stempel, dieser Ultrastempel, der ist aber auch eine harte Nuss. Ja. Dem kann man kaum entkommen, genauso wie dem Flexroller kann man auch kaum entkommen. Und die letzten 3 Sekunden, 2, 1, nochmal Brüstschwitz weggesplättet. Und jetzt sind wir gespannt auf das Endergebnis. Ich glaube, es ging ganz, ganz knapp aus. Aber nein. Es war ganz knapp, 27 zu 68. Das ist eine ganz, ganz knappe Kiste gewesen. Kipp sollte aber nicht traurig sein, weil mit 5 Kills und 1677 Punkten hat er wirklich eine ordentliche Leistung gemacht, gezeigt. Ja, und damit, da kann man nicht meckern. Ja, auf zur nächsten Runde. Alle guten Dinge sind 3, ab in die dritte Runde. Übrigens möchte ich hier darauf hinweisen oder mich bedanken für konstruktive Kommentare, konstruktive Kritik. Für alle diejenigen, die wohl jetzt sagen, das ist doch, ist das was für Kinder oder ist das. Nein, ich wehre mich auf das Schärfste dagegen. Das hier ist keine Kindersendung. Ja, ich bin nur davon abgehalten, bestimmte Wörter zu sagen, weil ich nicht demonetarisiert oder sogar weggestrikt werden will, weil mir würden ganz böse Wörter einfallen, wenn jetzt irgendwer hier unfair spielt oder so. Und das mache ich aber nicht. Ich bin ein anständiger Panda. Ja. Nochmal die Bugelwahlpiste. Ja, genau, die Piste. Und wir haben im Team. Nein, Pritschke-Witschke ist wieder im anderen Team. Aber Route One, oder wie das heißt. Was macht Kipp denn da? Da muss man vielleicht mal kurz austreten, oder? Na, egal. Also, Kipp auf rein in die Bücher. Jetzt aber los. Ab in die Mitte. Die Mitte muss gesichert werden. Ja, er hat schon wieder seine Primärwaffe.
seine Hauptwaffe und geht jetzt gegen die Tinte aus. Jetzt geht ihm die Tinte aus. Du musst. Ja, Vinzio ist erledigt. Das diesmal. Oh, guck mal, wie der Stempel wegluckert. Ja. Ja, das macht Laune, so ein Stempel weggestempelt, ja, abgestempelt. Was kann er sich jetzt abstempeln, seinen Stempel, ja? Und er hat wieder den Tintenschock aufgeladen. Jetzt ist es wichtig, ihn gezielt und ein Knöpfchen einzusetzen. Ja, in dem hellblauen könnte schon der Gegner lauern. Es wird jetzt, du musst den Tintenschock jetzt einsetzen. Jetzt! Ja, Bretschkwitsch ist wieder weggesplattet, weggeschockt, weg mit Pinkenjogger. Und er hat schon die 800 Punkte überschritten. Aber da vorne kommt, ist schon wieder der Ultrastempel im Anmarsch. Der dem Ultrastempel entkommen können. Die 900 Punkte sind überschritten und es ist gerade mal die Hälfte der Spielzeit um. Das sieht sehr gut aus für einen Tausender und vielleicht auch für einen Stufenaufstieg. Na, ja, diesmal hat er es nicht geschafft. Britzgewütz ist mit dem Junior Kleckser entkommen und hat ihn weggekleckst. Aber ich glaube, der aktuelle Punktestand und die bisherige Leistung von Kip kann sich sehen lassen. Er hat die 1000 überschritten. Und jetzt läuft die letzte Minute. Now or never, jetzt oder nie, heißt es in diesem berühmten Splatoon-Abschlusslied, wo immer in der letzten Minute läuft. Da. Und er hat den Tintenschock wieder aufgeladen. Jawohl. Er bewegt sich auf die 1300-Punkte-Linie zu. Wo sind nur seine Team? Wo sind seine Teammitglieder? Er ist irgendwie immer alleine unterwegs. Und ist am Einfärben beschäftigt. Ja, ich glaube, jetzt wird es wieder Zeit für den Tintenschock. Ja. Muss. Jetzt. Warum hat er nicht eingesetzt? Jetzt! Jawohl, aber es hat nichts gebracht. Wer hat ihn weggespatzt? Vinzio hat ihn mit einem Dispersa 7 erledigt. Ja, das war eine verdammt knappe Kiste, aber gleich 1500 Splatpunkte und wahrscheinlich auch ein gewonnenes Match. Ja, jetzt ist er nochmal weggebombt worden von Fritz. Das war die Rache von Fritzowitz. Ja, der Klecksbomber, das hat aber nichts gebracht. Nämlich, ich glaube, diesmal ist der Sieg. Ah, obwohl, es sieht ziemlich unausgeglichen aus. Nein! Ein 43 zu 51. Das ist bitter. Mit 1530 Punkten. Das ist echt bitter. Das ist wirklich bitter. Bitter, bitter, bitter. Aber es sind Punkte, die sich sehen lassen können. Kein Stufenaufstieg. Das ist schade. Naja, aber. Eine Runde ist noch drin. Es heißt ja, alle guten Dinge sind drei. Aber vielleicht hilft auch Runde 4. Momentan noch die flotte Sprotte. Und er ist nur wenige, wenige Punkte von Stufe 49 entfernt. An Chobit Games Hardcore oder nochmal die Buckelwalpiste. Das ist die große Frage. Wer das Video gestern gesehen hat, hat vielleicht gesehen, dass es eine Map gibt, die Kip nicht leiden kann. Also die Map kann ihn nicht leiden und nicht umgekehrt. Und das ist die Seeigel-Rockbühne. Noch nie hat Kip sonst irgendwo so oft verloren wie auf der Seeigel-Rockbühne. Und auch da ist auch immer disconnected. Also irgendwie. Vielleicht ist die Segel-Rockbühne ja verflucht oder ein SCP oder was auch immer. Ja, wäre vielleicht mal eine Idee an Horror-Gamer, macht die Segel-Rockbühne mal ein bisschen gruselig. Gibt es überhaupt eine gruselige Version von Splatoon? Gruseltun? Hello-Tun? Halloween-Tun? Naja, ist ja wurscht. Also, wir haben, ja, oh, wir haben meine Lieblingsfarbe, Giftgrün. Ja, dieses richtige Neon-Giftgrün. Und er hat wieder die. Er hat schon den Tintenschock aufgeladen, nach nur wenigen Sekunden. Ja, Kip ist eben eine Maschine, ja, er ist ein Monster. Er ist ein richtiges Monster, er ist nicht ein Alien, er ist ein Monster. Und schon Gefahr für die Gegner, für das Gegnerteam. Das könnte eine sehr sichere Sache sein, eine sehr sichere Kiste werden diesmal.
Und schön ist er wieder weggesplattet worden. Diesmal von Wut 0 ist gleich 0 oder O ist gleich 0. Was manche sich für komische Namen ausdenken. Das ist echt, echt witzig. Ja. Aber Kip gibt nicht auf. Gibt nicht auf. Gibt nicht auf. Er färbt gründlich ein. Kaum jemand färbt gründlich ein. Übrigens, Wände einfärben bringt nichts. Bei Wänden kriegt man keine Punkte, sondern nur Boden. Und selbst am Boden gibt es manche Stellen, wo sich nicht einfärben lassen. Da gibt es dann auch keine. Oh, der schöne, gute, alte Ultra-Stempel. Auch wenn sie aus Palast, aber sie haben sich wieder gegenseitig gekillt. Ja, Gerechtigkeit muss sein. Gestempelt und gesplattet. Jetzt versucht Kip auf der von der linken Seite aufzuholen und vorzubrechen und auch manche Ecken einzufärben, die oft übersehen oder vergessen werden, weil nämlich, es gibt nämlich Spieler, die sind nur aufs Killen aus und nicht aufs Einfärben, aber nicht wer am meisten killt, sondern wer am meisten einfärbt, hat gewonnen. Bloß man muss auch killen, sonst man muss auch killen, weil man nämlich den Gegner natürlich am Einfärben hindern muss oder sollte. Ja. So, liebe Kinder, jetzt habe ich euch Splatoon erklärt. Da ist jemand, Venzio hat es bis zum Spawnpunkt sich vorgemogelt. Das geht aber nicht. Nein. Da hat der Chef auch noch ein Wörtchen mitzureden. So. Wunderbar. Das ist immer wieder schön, die offiziellen Splatoon-Farben zu sehen. Dieses Pink oder dieses Rot-Pink und dieses Neon-Grün. Ah, das ist ein schöner Farbkontrast. Wunderschön. Also ich, eigentlich schon wegen den Farben, gucke ich mir Splatoon immer wieder gerne an und moderiere es natürlich auch gerne, auch wenn ich bisher noch nicht bezahlt werde. Und wir haben die 1000 wieder überschritten und es sind die letzten 20 Sekunden. Wenn ihr euch vielleicht fragt, oh, was verdient denn so ein Splatoon-Moderator hier? Ja, ich habe gar nicht meine Kontoauszüge gesehen. Ihr wisst gar nicht. Die hat versucht, mich mit Marienkäfern zu bezahlen. Das geht ja gar nicht. Nein, die schmecken noch gar nicht. Und die Runde ist schon wieder vorbei. Jetzt sind wir gespannt auf das Endergebnis. Das könnte ein eindeutiger Sieg werden. Ja, 54 zu 38. Diesmal ein eindeutiger Sieg für Kipsblatt. Hier erfreut ja wohl in der Siegerpose 2100 Punkte. Hat er die Stufe, jetzt bin ich wieder mit dem Bild vorne dran, hat er die Stufe erreicht? Nein, hat sie nicht erreicht. Leider die Stufe nicht erreicht, aber ich glaube, beim nächsten Mal wird er es schaffen. Dann ist er auf Stufe 49 und vielleicht erreicht Kip sogar Stufe 50, bevor das Splatfest ist. So, jetzt haben mich manche gefragt, ja, wann ist denn das Splatfest überhaupt? Du redest über das Splatfest und wann ist das jetzt genau? Schreibe ich diesmal tatsächlich in die Beschreibung mal rein und mache nochmal ein extra Video darüber. Ja, also wenn ihr Bock habt, dann schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, es wird eingesplattet und wir spielen Splatoon 2 oder auch Splatoon 1. Das heißt, ich spiele nicht, sondern ich moderiere nur. Ich bin hier nur die Quasselstrippe vom Dienst. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.